Das Thema Multi-Channel-Management oder auch Multi-Channel-Vertrieb als eine Komponente davon ist ein Thema, was jetzt scheinbar seit neuestem die Unternehmen beherrscht. Es geht dann darum, die unterschiedlichen Kanäle, wie beispielsweise ein Offline-Ladengeschäft, den Internetkanal, damit eben den Online-Shop oder auch andere Medien wie den Printkatalog miteinander zu verzahnen und zu schauen, ob es hier zwischen Wechselbeziehungen gibt. Also lohnt es beispielsweise auch im Jahr 2011 noch, einen Offline-Printkatalog an Kunden zu schicken. Allein darauf die Antwort wäre schon ja, allerdings in natürlich anderer Form, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Nun, das Thema Multi-Channel-Management wird mittlerweile von vielen Unternehmen entdeckt und angegangen, also dass hier etwas geschehen muss, dass es nicht verschiedene Kanäle sind, die nichts miteinander zu tun haben. Das ECC Handel widmet sich diesem Thema bereits seit 2002, eigentlich seit 2001 und feiert damit in dem Segment schon 10-jährige Geschichte mit eigenen Studien und Untersuchungen. Das bedeutet, sind die Konsumenten eigentlich überhaupt daran interessiert, verschiedene Vertriebskanäle zu nutzen? Also im Einkaufsprozess zum Beispiel die Informationen im Internet herauszufinden oder mittlerweile über ihr Smartphone sich zu informieren und dann im stationären Geschäft zu kaufen? Und die eindeutige Antwort ist ja. Unternehmen müssen sich diese Herausforderung stellen. Es gibt verschiedenste wechselseitige Beziehungen, die unterschiedliche Gründe haben. Aus Konsumentensicht ist beispielsweise ein Grund dafür, wenn ich im Internet ein bestimmtes Produkt meiner Begierde gefunden habe, dieses zu erwerben, aber dann doch im Offline-Shop, im stationären Segment kaufe, sicherlich der Grund, dass ich es zum einen noch fühlen kann, ich kann das Produkt in die Hand nehmen, ich kann es mir im Detail anschauen, aber sicherlich auch der Grund der Verfügbarkeit. Ich habe das Produkt direkt vor Ort im Laden und ich kann es mitnehmen, ich besitze es jetzt. Ich muss nicht noch 2 Tage, 3 Tage, manchmal auch bis zu einer Woche, je nach Produkt warten. Also es gibt hier verschiedene Wechselbeziehungen, die es für Unternehmen gilt, in ihrer jeweiligen Branche herauszufinden und auch nach dem jeweiligen Produktsortiment sicherlich unterschiedlich herauszufinden. Fakt ist, mittlerweile gibt es nicht nur eine Verzahnung der Vertriebskanäle, sondern eine Zunahme dieser unterschiedlichen Kanäle. Das bedeutet, das Thema Smartphones ist ein Thema, was neu hinzugekommen ist und was in dieses bestehende Vertriebskonzept und vielleicht auch in das Marketingkonzept in erster Stufe eines Unternehmens integriert werden muss. Der Commerce, also der tatsächliche Kauf von Produkten über ein Smartphone, ist sicherlich in Deutschland erst in den Kinderschuhen. Hier werden erst Lösungen von Unternehmen gestrickt. Hier gibt es erst eine, erste Akzeptanz von ausgewählten Nutzern, die sagen, ich probiere das und kaufe die Produkte über dieses Medium. Es gibt ja auch Lösungen, die schon gut funktionieren. In einem ersten Schritt gilt es für Unternehmen hier sicherlich, Kunden zu informieren über auch neue Kanäle, wie beispielsweise Mobile Phones oder entsprechende Smartphones, die Funktionalitäten besitzen, wie wir sie vom Laptop her kannten, das heißt die Internetnutzung über diese Geräte ermöglichen, aber auch Tablet-PCs oder auch der klassische Laptop sicherlich sind gemeint, die hier zu bedienen sind. Hier gilt es, besondere Herausforderungen zu beachten, weil letztlich eine einfache Portabilität einer Webseite, die ein Unternehmen hat und auf der sich ein Kunde informieren könnte, auf ein solches Gerät nicht ohne weiteres stattfindet, sondern hier müssen ganz spezielle neue Entwicklungen stattfinden, damit ich dort über mein mobiles Endgerät Informationen finde, die mich im Kaufprozess auch entscheidend begleiten können. Der weitere Schritt, eben schon angesprochen, ist sicherlich der Aspekt, dass ich dann diese Instrumente mit in den Kaufprozess einbeziehe. Also das Thema Multi-Channel-Management, Multi-Channel-Marketing, Multi-Channel-Vertrieb, das ist ein Teilsegment, was sicherlich in Zukunft noch in die Unternehmen weiter eindringen muss. Hier wird es hochspannend sein, zu sehen, welche Lösungen sich hier am Markt etablieren. Und insbesondere wird es hochspannend zu sein, wie weit sich dieser Markt in den kommenden Jahren immer weiter ausbaut. Denn mittlerweile gibt es auch in Deutschland schon sehr viele Nutzer, die ihr Smartphone nicht missen möchten. Und mittlerweile auch viele Nutzer, die sich dem Thema Tablet-PCs sehr offen gegenüber zeigen. Also hier gilt es, auch solche Medien mit in die Gesamtkommunikationsstrategie einzubeziehen. Und dabei die Klassiker wie den Printkatalog nicht zu vergessen, sondern am besten neu aufzulegen und hier Lösungen zu finden, die den Nutzer ansprechen.